Moin moin und herzlich willkommen hier bei Sekiro. So, ich habe mal zwischen den Folgen mal bis hierher gespielt von da hinten aus. Einfach nur, um ein wenig Zeit zu sparen. Und jetzt. Oh ne, wir wurden fast gesehen. So, so ein Vogel da oben, ne? Ne, das ist ein Typ. Alles klar. Ich glaube, da muss ich woanders lang. Habe auch gerade gedacht, dass hier einer ist, aber. Okay. Alles klar. Da kommt noch direkt einer auf uns zu. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Es ist natürlich, dass man uns. Ja. Das ist ein Miniboss. Alles klar. Auf jeden Fall. Das heißt, ich muss den da irgendwie nochmal. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Geil. Da lang wird es nichts bringen, aber hier lang kann ich auf jeden Fall. Dann komme ich hinter dem raus. Der sieht mich nicht. Aber der sieht mich. Toll. Was bringt das dann? Ich hoffe, er sieht mich nicht. Okay, kann ich dann. Nee, der hat mich gesehen. Aber wenn es auch nur einer ist, ist ja okay. Ja, so viel zum Thema einer. Ach, der General kommt jetzt auch noch an, oder was? Das war schlecht. Wer ist der General? Hilfe! Das war nicht ganz so gut durchdacht. Eisenschrott. Natürlich steht da einer mit der Kanone. Natürlich. Zu dir komme ich noch. Keine Sorge, ich will einfach nur. Ich will es aber nur fair haben, 1 gegen 1. Und nicht zu viel. So. Ich komme gleich zu dir. Kann ich das da hinten anlocken? Ja, kann ich. Okay. Ach, da oben ist die Bitch. So, das war jetzt nicht wirklich Ninja-like. Shinobi-like. Puh. Wo ist er denn? Da hinten? Ist er jetzt wirklich so blöd und hat er Amnesie? Hat er mich vergessen? Hat er mich tatsächlich vergessen? Ich kann jetzt einfach. Nicht. Okay. Ach, da hinten läuft er. Bin ich Glück. Hab, kann ich jetzt von hinten einfach. Einfach einmal ein Finisher machen. Das ist ja geil. Finde ich gut, dass die Amnesie haben. Aber bei meinem Glück hat er. Auch Attacken, die einem mit einem Hieb töten können. Das war gerade Glück. Nein! Ich habe es gemerkt. Nein! Oh, Alter! Okay, das war nicht ganz so gut. Na, ich wollte springen und nicht ausweichen. Ohoho, er hat auch gar nicht mehr so viel Leben.
Nein, hör auf damit. Arschloch. Nein. Gebetsperle. Oh wei, oh wei. Bin gerade ein wenig sprachlos, dass ich den gerade beim ersten Mal besiegt habe. Puh. Man wird schon besser. Kann ich. Ich wollte, kann ich einfach. Natürlich kann er das nicht aufmachen. Natürlich nicht. Arschloch. Ah. Göttliches Konfetti. Konfetti mit göttlichen Segen der Verbannung von von Erscheinung. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Wie die Götter die, Wasser segnen, so segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt. Somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Ist das einmalig anwendbar oder... Anzahl im Besitz 1 von 5. Nö, das ist ein verbrauchbarer Gegenstand. Interessant. Also hier waren wir auch. Okay, okay, okay. Hier habe ich mich noch nicht umgeschaut, richtig. Ja, gibt's auch nicht viel. Na, schau mal einer an. Gibt's ja nicht viel, sagt er. Kügelchen. Badabadabam. Fähigkeit erwerben. Greifhakenangriff. Habe ich das schon gelernt? Ja, das habe ich schon gelernt. Okay. Wie mache ich das nochmal? B, wenn da... Okay. Präsenz unterdrücken brauche ich 2. Flug parieren. Oh, das ist geil. Ich glaube, darauf spare ich. Auch das Lebenslicht stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit, durchzuatmen. Ein Shinobi kann Körper und Geist durch Atmung sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Das ist geil. Ich hoffe, diese Punkte vergehen nicht, wenn man stirbt. Ja. Erste Gebietskette. Die Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkreuz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Ja, wow. Die Grausamkeit der Ashinami ist berüchtigt und ihre Generäle gelten als besonders begnadete Anwender des Ishin-Schwätzlings. Das gefällt mir. Das heißt, Erinnerung kriegen wir wahrscheinlich vom Bossen. Und damit steigern wir unsere Angriffskraft. Mini-Bosse machen HP und Bosse machen Angriffskraft. So verstehe ich das gerade. Gut, das heißt, wir brauchen noch 4 Da-Punkte. Reisen brauchen wir nicht. Geisterembleme kaufen. Ja, warum eigentlich nicht? So. Das ist nice. Gibt's hier noch? Ach, hier geht's auch nochmal weiter. Was? Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber ich mach das einfach mal. Gibt's hier noch was? Nö. Hier auch nicht. Alles klar. Dort unten gibt's was. Ich finde es gut, dass man... Ja, wow, das ist jetzt nichts Neues. So, was haben wir denn hier? Irgendwie ist das gerade gruselig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie...
Hat das gerade was Gruseliges an sich. Vor allem auch dieses... Was ist das? Dein fucking Herz. Alter. Papa. Kamelia. Ich wollte gerade sagen, kann man... Ich wollte hier so... Zack, er sieht mich nicht. Alter. Alter. Ich glaube, ich bin tot. Da kann ich hin, okay. Alter, ey. So, guckt weg. Lauf, Bitch, lauf! Oh, Alter, ist das dein... Alter! Ach, toll. Oh, gut, ich lebe noch. Ja. Toll. Ich bin irgendwo runtergefallen, wo ich nicht mehr rauskomme. Achso, doch. Okay. Wie soll man das denn? Ich habe gerade nur ein bisschen Angst. Kann man die auch angreifen? Ich bin mal... Okay, gute Idee. Aber man kann auch bestimmt... Hier hoch? Verstecken. Ich war gerade am überlegen, soll ich abhauen oder soll ich es versuchen, aber... Oh, Alter. Das ist gerade so eine Situation, in der ich nicht in echt sein möchte. Ich glaube, man kann es verstehen, oder? Also ich kann dann auf jeden Fall nochmal darüber... Alter, Alter. Ich würde mal so in die Hosen scheißen. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ja, so blöd. Der sieht mich, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Das war blöd. Aber auf jeden Fall. Knallsamen. Lärchensporn-Samen machen ein lautes Geräusch, wenn sie knacken. Nützlich, um Illusionstechniken zu brechen. Illusionen werden immer von jemandem erschaffen. Um die Phantome zu zerstören und zur Realität zurückzukehren, muss man den Schöpfer die Illusion besiegen. Knallsamen können dabei eine große Hilfe sein. Ist ja wie Genjutsu aus Naruto. So verstehe ich das gerade. Aber ich bin auch so ziemlich tot gerade, glaube ich. Ja. Aber ich kann mich wiederbeleben. Da kann ich weiterlaufen. Lauf. Okay, das war eine Erfahrung. Ich gehe da mal noch nicht lang. Ich weiß, es ist... Ach, guck mal, da ist eine Echse. Kann man die... Was sind das eigentlich für Echsen? Kann mir das mal einer erklären? Ja. Kann ich da...
Was habe ich jetzt dafür bekommen? Ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung, was das gebracht hat. Bin ich mal ehrlich. Hier war ich ja. Ich muss aber, glaube ich, vor allem hier nach oben und den hier ausschalten. Das ist nämlich der Charakter, der am Rumglocken ist. So, und dann kann ich hier hin. Ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Ich, lesen. Tempelhinweis. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Kann es sein, dass ich eventuell schon das Konfetti brauche? Ja. Okay, jetzt bin ich hier und dann? Wie komme ich da hin? Muss ich da lang, wo die Schlange ist? Ich frage mal ganz vorsichtig, muss ich da lang? Es sieht mir gerade irgendwie stark danach aus, weil hier komme ich irgendwie nicht weiter. Wir können vor allem, wenn ich da oben bin, nochmal zurücklaufen, weil hier ist ja nichts mehr. Also eins von beiden. Da geht's auch nochmal lang. Okay, an die Wand drücken kann ich auch machen. Darüber komme ich nicht. Das ist schon mal klar. Also entweder muss ich jetzt nach da unten zur Riesenschlange. Da komme ich auch irgendwie nicht hin. Oder ich muss nochmal zurück. Und dann hoch. Und dann da auf dem... Nochmal runter. Oh, hier war was. Geister im Leben wahrscheinlich. Natürlich kann das nur von der anderen Seite geöffnet werden. Es kacke, ich glaube, ich musste hier mal eben kurz alle ausschalten. Wie sich das anhört, ey. Damit ich hier mal ordentlich erkunden kann. Boah. Oh ja! Oh, schade. Ich glaube, hier waren noch ein oder zwei.
der da hinten kommt. Ach, war hier doch einer? Okay, vielleicht nicht. Vielleicht war es auch der hier. So ein Arsch auf zu blocken, Mann. Ah. So, gut. Da habe ich jetzt alle ausgeschaltet. Hier kann ich halt nichts machen, ne? Das ist irgendwie... irgendwie blöd. Gut. Ah, ich kann... gefühlt komme ich da hoch, aber ich glaube, das Spiel möchte das nicht. Guck. Das Spiel möchte das nicht, dass ich da hochkomme. Was irgendwie ziemlich gemein ist, finde ich. Das heißt aber auch wiederum, wenn das Spiel das nicht möchte, heißt es zum einen, das kann ich dann nicht. Zum einen hat das einen Grund deswegen, dass ich da von der anderen Seite hinkomme. Und zum anderen heißt es, der Weg bei der Schlange ist der richtige. Was? Oh, puh. Interessant ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass es ein optionales Gebiet ist. Ja. Da komme ich echt nicht hin. Ich gucke nochmal. Hier komme ich nirgendwo weiter. Da oben komme ich nicht hoch. Naja, da komme ich nicht hin. Hier will ich jetzt nicht runterfallen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Da kommt man nicht wirklich hin. Hier kommt man zwar hin, aber auch nur zum Gucken. Ah, haha, schau mal einer an. Es tut mir leid für diejenigen, die es schon von Anfang an gesehen haben, aber... ich habe es nicht gesehen. Tut mir leid. So. Was haben wir hier? Gatchins Konfekt. Der Senpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen sind. Man muss darauf beißen und die Gatchin-Haltung einnehmen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Jetzt kann ich da... wow, hier runter. Es erklärt auch auf jeden Fall die Schlangenhaut, die wir in einer Folge gefunden haben. Weiß nicht, ob ich froh darüber bin, die Schlange so schnell gefunden zu haben. Aber ist jetzt die Frage, ist das der richtige Weg oder... ganz schön. Er hat ein leuchtendes Schwert. Ist das einer dieser Geister? Dieser Kopflosen? Ah, jetzt sind wir hier. Okay. So eine... guck mal. Hell und dunkel. Ist die Frage, ist das ein Gegner? Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Ich habe das Gefühl, ich kann mich hier auch schlecht bewegen. Ja, grauen, toll. Auferstehen. Ist er jetzt weg? Nee, ist hinter uns. Wenn ich das jetzt benutze... jetzt. Man bewegt sich ja trotzdem kacke. Auch mit diesem komischen Pulver. Fragen über Fragen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich frage mich, was der droppt. Was er gedroppt hat. Vielleicht war es auch immer noch Geld oder so. Nein. Okay, danke. Puh, das ist, ich würde gerne nochmal zu den Geistern hin. Einfach nur mal gucken, ob man vielleicht an denen einfach vorbeilaufen kann.
Kann ja auch sein. Also wirklich gegen den kämpfen ist gerade echt schwer, weil... Oh ja. Weil dieses schwere Fortbewegen, das ist echt... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man später was dafür bekommt, dass man vielleicht besser vorankommt. In dieser Grütze da. Oder ob das so sein muss. Aber wenn ja, dann... Ist das echt ekelhaft. Ich lauf mal feige davon. Kopfloser, das ist auch ein Zwischenboss. Okay, hier gibt's auch nichts anderes außer denen. Das freut mich gar nicht. Ich kann mich... Ja. Ich... Ich mach wieder Auferstehen. Und ich guck, ich... Heimkehrfigur, letzter Besuch. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht jetzt. Das ist irgendwie... Oh, natürlich. Natürlich trifft er mich da noch. Ja. Ja. Das ist unfair. Das ist jetzt unfair. Das ist Gemeinheit. Naja gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich danke fürs Einschalten und man sieht sich beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.